Hallo und herzlich willkommen hier auf führerheldern.de. In diesem Video geht es wieder um eine falsche Intuition. Das war eine Aufgabe auf unserer Homepage. Ihr habt sie hoffentlich schon selber versucht und schaut jetzt nur noch die Musterlösung von mir. Wir sollten diese Produktformel hier beweisen. 4 mal 4 Quadrat mal 4 hoch 3 bis mal 4 hoch n soll das gleiche sein wie 2 hoch n mal n plus 1. Wir sollen mit falscher Intuition beweisen. N soll größer als 1 sein, größer gleich 1, das heißt, wir beginnen mit n gleich 1 und mit der Induktion, mit dem Induktionsanfang. 4 hoch 1 soll sein 2 hoch 1 mal 1 plus 1, also 2 Quadrat, ja, 2 Quadrat ist 4. Das stimmt, wir haben sogar mal ein bisschen längeren Induktionsanfang. Nun, der nächste Schritt ist die Induktionsannahme. Die Induktionsannahme heißt also angenommen, für ein festes, aber beliebiges n gilt, naja, genau das, was da oben steht, 4 mal 4 Quadrat mal und so weiter, 4 hoch n sei 2 hoch n mal n plus 1, dann soll die Behauptung gelten, und zwar für n plus 1, also geht es einfach einen Schritt weiter, bis 4 hoch n mal 4 hoch n plus 1, und dann steht hier natürlich 2 hoch n plus 1 mal n plus 1 plus 1, also n plus 2. Das da oben können wir direkt ausrechnen. Dann steht hier nämlich 2 hoch n Quadrat plus 3n plus 2. Einfach das hier ausmultipliziert. So, jetzt kommt das Kerngeschäft der Induktion, der Beweis. Wir müssen diese Behauptung beweisen und darin die Induktionsannahme verbauen. Das Schöne ist, man sieht schon direkt hier, da können wir die Induktionsannahme ansetzen. Also schreiben wir das erst einmal nochmal ab. So, wir setzen die Induktionsannahme ein. Das heißt, hier steht nichts anderes als 2 hoch n mal n plus 1. Das sind die vorderen Terme und der letzte Term. 4 hoch n plus 1 bleibt stehen. Nun, es wäre schön, wenn wir die Potenzgesetze hier anwenden können. Also, wenn hier beides mal die 2 stehen würde, dann das kriegen wir hin. 2, 4 ist nämlich 2 ins Quadrat. Das heißt, wir schreiben das einfach mal ein bisschen um. Also 2 ins Quadrat hoch n plus 1. Wir wissen jetzt aber nach Potenzgesetz, ist das gleiche wie 2 mal n plus 1. Also hier steht 2 hoch n plus 1. 1 mal 2 hoch 2n plus 2, also 2 mal n plus 1. Jetzt können wir das hier oben zusammenfassen, also als Summe, also ist das gleiche wie 2 hoch n mal n plus 1 plus 2n plus 2. Wir müssen das nur noch ausmultiplizieren, zusammenfassen, n Quadrat plus n. Zusammengefasst gibt es n Quadrat plus 3n plus 2. Also haben wir das Ganze bewiesen. Falls ihr einen anderen Weg gewählt habt, das ist hier in dieser Aufgabe sehr gut möglich. Vielleicht habt ihr unser erstes Video zur falschen Induktion angeschaut und da die gaußsche Summenformel gesehen. Die steckt natürlich hier auch hinten dran. Dieses Produkt können wir natürlich schon anders schreiben, wenn hier das hier steht, 4 mal 4 Quadrat und so weiter, ist das ja nichts anderes als 4 hoch 1 plus 2 plus und so weiter bis n. Mit der gaußschen Summenformel aus der ersten Video zur falschen Induktion können wir das schreiben als 4 hoch n mal n plus 1 durch 2. Das haben wir mit der Induktion bewiesen, also wer das dann nicht gemacht hat, müsste das jetzt nachholen. Und dann wissen wir ja, das kann ich wieder schreiben als 4 hoch 1/2 mal n mal n plus 1. 4 hoch 1/2, das ist einfach die Wurzel davon, also ist es nichts anderes als 2 hoch n mal n plus 1. Und auch so wäre es wiederum bewiesen. Beide Varianten sind natürlich gleichberechtigt. Ihr habt hoffentlich eine davon gewählt.